Hallo und herzlich willkommen zu Sanctuary, hier in den Katakomben von Pups, weiß ich nicht wo. Ich fühle mich hier nicht so richtig wohl, deswegen habe ich mir jemanden mitgebracht und dessen Stimme kommt jetzt einfach aus dem Off. Hallo. Guten Tag, ich bin's. Ist das Sebastian? Ja. Ist das Sebastian? Ja. Bist du der André? Ja. Also, wir haben uns entschlossen zu einer spontanen Aufnahme um 4 Uhr morgens. Ein Horror-Game, wann auch sonst Horror-Games, kann man nur nachts spielen. Und ja, ich drücke einfach mal auf Play. Sanctuary, Host-Server, es geht los. Der Sebastian kommt gleich dazu. Loading. 7 June 1350. The freshly bitten human falls victim. Nein, ich bin schon im Game. The bites okay. From infected victims cause the sudden burst of intense stress by the newly bitten human, rapidly increasing the blood pressure. The increased blood pressure then leads to an intracerebral irgendwas. Human ja, guck mal, du hast dein Ladeding ist wenigstens so lang, dass du das noch lesen kannst. Bei mir ist das in 5 Sekunden geladen. Waiting for the next round to start. So, ich habe keine Ahnung, worum es geht in dem Spiel. Ich weiß, es ist ein Horror-Game und... Aha. Also ich bin der Priester, the priest. You are a bloodsucker. Ich bin ein Blutsauger. Left click to attack, right click to infect injured humans. This symbol indicates that the human has been infected. Okay, where is there to move, space to jump, left control to walk, left click to slash, right click to bite. Kann meine Fackel ausmachen? What the fuck? Aha. Okay. Es gibt hier irgendwie so eine Art Safe, boah, ist das dunkel. Es gibt so einen Safe Room, ich sehe überhaupt gar nichts. Ich werde das wahrscheinlich nachher in der Aufnahme ein bisschen aufhellen. Right click, speak, kann ich nicht irgendwie left click to slash? Oh! Oh, Sebastian, ich sehe überhaupt gar nichts. Ich habe keine Idee, wo ich... Ich sehe nichts. Nichts. Also ich kann es auch nicht heller stellen. Help. Oh Gott, so kann ich nicht spielen. Echt nicht. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Darkroom Simulator. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist ein Indie-Game, also es ist ein freies Indie-Game, kann jeder runterladen und ist irgendwie rundenbasiert und ich glaube, man spielt im Versus. Und momentan ist das so ein bisschen, man läuft mal einfach im Dunkeln. Gibt es denn hier nichts? Kein Licht? Gar nichts? Huch. Ich habe so ein bisschen Angst, dass du mein Gegner bist. Ich fürchte, also ich glaube, ich bin dein Gegner. Aber, tja, das ist das Einzige, was ich sehe, dann gehe ich jetzt mal da runter. Und warte mal, ich könnte jetzt mal natürlich in OBS das ein bisschen heller stellen. Aber ich habe die Hoffnung, dass hier gleich irgendwann Licht kommt. Vielleicht an einer Fackel. Vielleicht getragen von Sebastian. Und dann weiß muss ich natürlich wissen, wie... Das nicht. Wie infekte ich ihn? Right-click, okay. Ach, meine Fackel okay, hat sogar Verbrauchsbereich. Wieso hast du eine Fackel? Das ist doch nicht fair. Ich bin irgendwo runtergefallen. Ah, hier ist Licht. Finally. Und den Schlüssel, den ich aber nicht nehmen kann. Du, ich habe keine... Eigentlich sollte dieses Spiel groß... Ich falle schon wieder runter. Hier ist noch ein Schlüssel. Wie du Schlüssel findest? Ich glaube, die brauche ich wiederum. Wo bin ich denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? Ich fasse es ja nicht, also Skandal. Ich ehrlich hab gesagt, das Gefühl, aus meiner Perspektive. Dass du gleich direkt um die Ecke kommst, ey. Mein Adrenalin ist so auf 180. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also. Oh. Da geht einer. Gehst du da? Und wenn ja, wie komme ich zu dir? Was war das denn? Bist du das da? Bist du das? Was ist das denn? Das war eine Handkanone. Hier, komm, ich mach uns mal ein bisschen Licht. Lass dich mal bekommen. Also, das ist ja nix. Ja, es ist hier so dunkel, ich sehe gar nichts. Her. Ja, wie soll ich das denn? Das ist voll den Rabenkopf.
Du auch. Du siehst aus wie so ein mittelalterlicher Arzt. Ja, irgendwie schon, du auch. Und du hast vor allem so einen richtig purpurroten Mantel an. Ich kann mich selber nicht sehen. Wie sehe ich denn so aus? Naja, sieht wirklich wie so ein mittelalterlicher Arzt. Kapuze, braunes Dingens und so und weißer Rock. Also sehr modisch gekleidet, der Herr. Hier ist auch ein sehr schicker Gürtel. Ja, da muss ja auch alles richtig sitzen. Ja, also Hängt ich da so glaube, ein wir bisschen. haben dieselbe Klamotte an, aber leuchtet die bei dir auch so Hä? merkwürdig rot? Nee, du leuchtest bei mir grün. Aber ich habe doch auch ganz komische Hände. Hast du nicht auch komische Hände? Ich sehe meine Hände nicht. Ich bin Priester. Ich kann die nicht sehen. Ich gehe jetzt weg. Ich guck mal, ob ich irgendwie zu dir komme. Hier liegt ein Schlüssel und da ist ein Gitter. Wenn ich doch einen Schlüssel habe und ein Gitter, dann sagt doch eigentlich mir Oh, warte. meine Intuition als Gamer, dass ich den nehmen kann. Oh, ich muss noch einen zweiten Schlüssel finden. Right-click, type, indicate that the human will be infected. Es geht nicht, ich kann diesen Schlüssel nicht aufnehmen. Find the doctor, find the cure. Oh, wir sind in Doctor Who. The doctor is here. We can see through walls. Also ehrlich gesagt, ein bisschen Licht hätte der Szene gut getan. Aber so kann man die eine oder andere schlechte Textur natürlich auch verstecken. Ich kann hier mit nichts interagieren. Ich Ist ein könnte bisschen jetzt seltsam. gleich mal das Tor aufmachen. Aha. Hereinspaziert. Begrüße dich in meinem Ich möchte Zuhause. aber nicht, dass du mich tötest, bitte. Das sind die seltsamsten Flammen, die ich jemals gesehen habe. Also schon mal, das muss eine Energiesparflamme sein. Also, dass da so wenig Licht rauskommt, das gibt's nicht. Normalerweise wäre der Raum hell. Ja, hier stehen zwei dicke Flammen und da sind nochmal zwei. Und hier ist nichts. Einfach nichts. Oh, ich kann rennen. Naja, ist ja schon mal etwas. Aber nur bis zu dem Tor und dann ist Ende. Hey, ich kann das Gate nur droppen. Da stehst du. Hier, press E to drop the gate. Ah. Geht das Gate jetzt offen? Geht das? Ich glaube, es geht gleich los, wenn ich im richtigen Winkel dazu stehe. It's Aha, moving. ich höre was. Aber nichts bewegt sich. Steht press hold, ach, hold E to pull the gate chain. Ah. Ach so, übrigens, andere Perspektive kann man natürlich auf Seppis-Kanal sehen. Gilt genauso. Andere Perspektive sieht man auf Andres Kanal. Dum, 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 Ist dum. es Boah, geht das mittlerweile auch. offen? Nee, ist ein Highspeed-Tor. Ach, meinst du, ist so wie das Internet hier in Deutschland? Ah, guck mal, ich bin durch. Heißt, ich Und kann jetzt? loslassen. Schönen guten Tag, der Herr. Hallo, der Herr. Was Was sollen wir soll ich tun? dich jetzt mal. Alter, du Arsch! Was? Was ist passiert? Ich hab hier jetzt so blutverschmierten. Was? Huch! Du hast mich getötet! Ach! Okay. Wie du mich einfach So. tötest, du Arsch! So müsste die Map sein. Dann würde man auch ein bisschen was sehen. Guck mal, das ist eine richtige Flamme. Hier war noch Geld in der Wartelobby. Und hinterher war der Grafiker hatte kein Geld mehr. Wieso bin ich eigentlich immer auf der gleichen Seite vom Mm, Dings? Das ist eigentlich ein ich bisschen bin auch kacke. wieder Blattsacker. Ich bin wieder Priester. Also ehrlich gesagt hatte ich angenommen, dass man das eine Stunde machen könnte, dass das so ein gemeinsames Survival-Horror wäre. Aber ehrlich gesagt, They can außer be dem killed. Darkroom Simulator sehe ich hier gar nichts. Lass uns noch mal versuchen zu treffen. Ich würde mal gern probieren, ob ich dich töten kann. Ja, komm doch nochmal zum Tor, wo du gerade warst. Das ist der einzige Weg, den ich durch Zufall gefunden habe. Ja, den muss ich erstmal finden. Ich bin einfach x-mal runtergefallen. Ich weiß auch nicht, warum man da runterfallen muss, was da hinten liegt. Was ist das denn? Ich laufe hier gerade nach random Durchgänge. Das ist doch kein Schlüssel? Hä? Na gut. Da hinten ist Licht. Find the doctor, find the cure. Alles klar. Press E to refuel your torch. Was? Was ist das denn? Jetzt ist irgendwie. War das auch schon so nah eben? Oder stehe ich jetzt auf der anderen Seite des Tors? Ich glaube, ich stehe auf der anderen Seite des Tors. Es kann sein, Und dass wir jetzt die Seiten nee. gewechselt haben. Nee, warte mal, hier war ich eben auch schon.
Ich wünschte nur, ich könnte irgendetwas tun, außer nichts. Aber vielleicht kann man hier außen rum, ich weiß es nicht. God helps us. Ich glaube, ich bin hier in so einer kleinen Kathedrale. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dein Wissen hier. Ich glaube, ich bin in so einer kleinen Kapelle oder so. Ich glaube, dass dein Charakter der bessere ist von uns beiden. Ich glaube, dass meiner ein bisschen lame ist und ich weiß auch nicht, ob das besser wird, wenn man das zu mehreren spielt. Das geht irgendwie mit 5 Runden. Mit 10 Leuten. Und, ja, ich glaube, das macht auch erst mit vielen Leuten Sinn, ehrlich gesagt. Meinst du? Aber guck mal, wenn alle so sind wie ich und wir geistern hier einfach nur im Dunkeln rum. Ja, aber wenn ein Teil so ist wie ich und ein Teil so ist wie du, bleibt halt auch die Überlebenschance größer. Meinst du, wir mutieren einfach so? Dann werden wir so zu, wie sagt man? Wir passen uns einfach dem an und nachdem die Aufnahme zu Ende ist, sitzen wir hier und... Ich will Blut trinken. Mach das Licht aus, es ist viel zu hell. Ja, wer weiß. Salvation also lies beyond the gate. Was heißt das auf Deutsch? Wie war das Wort? Salvation. Ach du Scheiße, das wusste ich, aber ich vergessen. Ja, so viel. Nee, das Spiel heißt ja Sangwuri. Ich finde das nicht. Spiel. Aber siehst du überhaupt, kann ich ins Feuer springen? Ich habe ja die Fackel. Ja, cool. Ich sehe ja eine Menge. Ich stehe im Feuer, aber bringt nichts. Also, ich nehme keinen Schaden. Ich weiß nicht, ob. Ich sehe nichts. Was war nochmal ein Crank? Weil ich kann irgendwie einen Crank zusammenbauen. Ein Crank? Das war ein Film. C-R-A-N-K. C-R-A-N-K, das war ein Film. Und der war auch gar nicht schlecht. Aber den kann ich halt Crank irgendwie zusammenbauen. Was Teil Crank 1 und 2. Ich warte noch auf den dritten Teil, der angeblich kommen soll. Weißt du, worauf ich bei einem dritten Teil warte? Portal. Half-Life 3. Portal 3. Half-Life 3. Ich glaube, ich bin wieder in dem Raum. Ja, ich bin wieder in dem Überraschungs-I3. Raum. Überraschungs-I3. Ich bin wieder an dem Gate, wo wir uns damals getroffen haben. Hast du es nicht in jedem dritten Ei? Oder war es was anderes? In jedem siebten. Ach, in dem siebten. Ach. Aber alle guten Dinge sind drei. Aber ich habe die Waffe aus der letzten Runde behalten. Interessanterweise. Das letzte Mal bin ich ohne Waffe gestartet. Also ich gucke auf den Aufnahmetimer und ich sehe, mein OBS nimmt mit seinem 59 FPS auf, warum auch immer. Wir sind bei 17 Minuten und ich ehrlich gesagt, hier passiert nichts mehr. Ach, da hinten läufst du! Glaube ich. Ich würde jetzt gerne noch ausprobieren, ob man dich töten kann. Ja, dann mach mal auf, ich sehe dich da. Ja, ich habe jetzt gerade den zweiten Schlüssel gefunden. Dann kann ich gleich aufmachen. Wie du gehst. Aber ja. du kannst gleich mal eben ganz kurz warten und dann schieße ich einfach mal auf dich, wenn du durch das Tor durch bist. Ja. Wer geht denn so? Ich weiß nicht. Was? Ah, das Tor geht auf. Also wie gesagt, berühre mich mal bitte nicht. Ich will mal probieren, ob ich dich töten kann. Erinnerst du dich noch an diese Talkshows früher? Sabine, hinter diesem Tor steht ein ganz besonderer Mensch. Dann geht das Tor auf. Oder so zwei bei Calvas. Könnte das ihr Vater gewesen sein? Ich komme wieder nicht durch, ich bin zu fett. Da, Sebastian. Du bist ein ganz besonderer Mensch. Und gleich machst du das Teufel wieder zu, bam. Warte. Okay, jetzt ist das Licht aus. Oh, ich merke, es wird romantisch. Ey, ich drück auf die fucking 2. Eigentlich sollte der dann auf die Waffe wechseln. Aber irgendwie will der nicht. Dann müssen wir wohl noch eine Waffe suchen. Wie du gehst. Magst du mitkommen und vielleicht so ein bisschen helfen, Schlüssel suchen? Ich bin ein fucking Blutvampir. Ich weiß nicht, wann ich zubeiße. Es kann jederzeit passieren. Ich halte das für eine Lüge. Sebastian, ich... Ach, guck mal, jetzt sehe ich auch ein bisschen was von der Map. Da so, einen Schlüssel habe ich. Schlüssel. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Ich kann nicht mehr als einen Schlüssel tragen. Blinkt das bei dir hier auch, oder was ist das? Ja, da blinkt's bei mir auch. Das ist, glaube ich, Fackel-Refuel. Geht der einfach weg. Ach so. Ja, jetzt muss ich noch einen zweiten Schlüssel finden, um die Kiste zu öffnen. Unten bei dem Tor waren noch welche. Wo, dahinter? Ja, wo ich gerade rauskam. Oh, da muss ich das jetzt aber erst wieder hochziehen. Oder du ziehst das mal eben hoch. Kann ich nicht, ich kann mit nichts interagieren. Mit nichts. Echt nicht? Kannst du nicht mal davon hier mit dieser Spule hier interagieren? Nee, wir werden hier gemobbt. Also wir Blutsauger, wir werden hier eindeutig gemobbt in dem Game, wir können gar nichts. Sagst du mir Bescheid, wenn das halbwegs hochgezogen ist, dass ich eine Chance habe, da durchzukommen?
Aber ich bin fett. Ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Dass man sich auch nicht ducken kann oder so. Also irgendwie. Das Spiel verschenkt so ein bisschen Potenzial, meiner Meinung nach. Oder so ein ducken paar mehr Interaktionsgegenstände. Ja, ducken war im Mittelalter noch nicht erfunden. Okay, ich pass durch. Ich ziehe ducken kam erst so 15. Jahrhundert. Dann vorher nicht. Wir sind ja hier im 13. Also ganz duster. Wo ist der Schlüssel? Schnell. Da hinten, ja, hier, geradeaus. Achso. Ah, nee, du kommst gleich nicht mehr da rein, ne? Wir haben uns ausgesperrt. Wie geil ist das denn? Hier hinten irgendwo. Ist ja jetzt keiner mehr, der das Tor hochziehen kann. Irgendwo hier hinten war eins. Für Cure. Ja, du bist doch der Doktor. Nee, ich bin Priester. Achso. Meinst du, hier läuft ein Doktor rum? Doktor Who? Boah, wie gruselig wäre das denn, wenn hier ein Dritter rumläuft, von dem wir nichts wüssten? Warte mal, kann ich auf deinen Kopf springen? Hoch. Ich glaube, ich kann auf deinen Kopf springen. Wo bist du? Ich bin hier gerade die Treppe hochgelaufen. Na, ich sehe doch gar nichts. Sobald du einen Meter weg bist, bist du weg. Ich habe doch noch eine Fackel. Nee, ich glaube, du kannst nicht auf meinen Kopf springen. Jo, doch, kann ich. Geht. Hier ist ein Schlüssel. Someone must have left in a hurry. Ob die alle gleich sind? Also ob jeder Schlüssel überall reinpasst? Ja. Aha. Universalschlüssel. Dann muss ich das mal hier an dieser Truhe ausprobieren. Wir müssen jetzt noch einen zweiten Schlüssel finden für die Truhe. Oh, ich weiß nicht, ob hier hinten noch einer ist. Bestimmt. Also. Weil hier gibt es ja auch noch ein Gate zum Öffnen. Oh je. Aber sollten wir die Schlüssel dann nicht sollten wir die Schlüssel dann nicht für das Geld aufheben, bevor wir hier gleich festsitzen? Es gibt genug Schlüssel. Ich glaube, es spawnen immer wieder neue. Das ist so mein Gefühl. Ach. Ich weiß nicht genau, was dieses Spiel zum Ziel hat, ehrlich gesagt. Ich dachte, es wäre ein Horror-Game, aber ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht gruselig. Ich finde es einfach nur dunkel. Und dadurch, dass es so dunkel ist, nimmt es irgendwie die ganze Atmosphäre. Aha. So, jetzt habe ich da eine Muskete. Da ist die Gun drin. Okay. Na dann. So, warte mal. Lass uns mal ins Licht gehen. Ja, wo ist denn hier Licht? Hier ist kein Licht. Unten ist, glaube ich, welches, ne? Ich mach mal eben Fackel an. Ey, komm, wir gehen mal eben nach unten. Ne, hier vorne reicht schon. Vorne ist auch schon Licht. Ja, das sind aber alle so Energiesparflammen. Da kann man nichts machen. Was ist das denn, ey? Au! Alter! Reloading Hand Cannon. Alter, wie lange man die reloaden muss? You have died and will respawn in 15 seconds. Guck mal, wenigstens der Zwischensequenz ist anständig beleuchtet. Hä? Du kannst respawnen? Wie arschig ist das denn? Das heißt, ich muss die Zeit nutzen, in der du respawnst und muss den Schlüssel finden und den Weg hier raus, oder was? Und für dich ist das Game sofort zu Ende, wenn ich dich kriege. Ja! Wie mies! Hast du eigentlich auch ein Safe Room an deinem Spawn? Ich glaube ja. Ich glaube, bis zu diesem ersten Gatter da ist generell Safe Room. Mhm. Okay. Also ich würde sagen, ich glaube, wir haben alles gesehen, beziehungsweise nicht gesehen, zumindest für meinen Teil. Das war jetzt so ein Game einmal und nie wieder. Ehrlich gesagt, ja. Also, ich finde das. Geil, ich hab noch Bug gefunden. Ich finde es unspielbar so dunkel und hier gibt es übrigens keine Settings. Ich kann es nicht heller stellen. Es gibt auch keinen Weg, aus einem laufenden Spiel rauszugehen, ohne das Spiel komplett zu beenden. Das bedeutet, an diesem Punkt beenden wir auch direkt die Aufnahme. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich verlinke unten in der Beschreibung natürlich Andres Kanal. Da könnt ihr dann den anderen Teil, den dunkleren Teil der Folge sehen. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Das ist eine Lüge. Ich habe Kuchen und Pizza. Wir haben Muffins. Aber ich habe Kuchen und Pizza. Du hast bestimmt Ananas-Pizza. Nein, All-You-Can-Eat-Pizza von Pizza Hut. Wir können auch einfach... Die Welt ist ja nicht immer schwarz und weiß. Du kannst ja auch hin und her springen, geht auch. Lass uns einfach verbünden. Wir machen einfach die graue Seite. Genau. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin in dem Raum wieder Find the Doctor, Find the Cure. Ich glaube, du bist jetzt auf der Seite hinterm zweiten Gitter. Ui, Fallschaden gibt's übrigens auch nicht. Ja, das habe ich auch schon demonstriert. Hier leuchtet eine Vase. Aber warum sollte sie das tun? Also das Spiel ist auf jeden Fall noch bugfrei und alles und ja. Ich glaube, es wird Zeit, sich zu verabschieden, ey. Die Vase ist fast heller als die Flamme. Das ist eine Energiesparflamme und hier steht irgendwie so eine Nuklearvase. Oh Mann. ich hab jetzt gerade mal meine Fackel ausgemacht. Das ist einfach grad ein Dunkel, ey.
Na gut, ich drücke Escape Nee, ich habe ja auch so eine und. Atomwaffe hier. Du hast ja die Schüsse Was? gesehen. Du hast ja die Schüsse gesehen, hier diese Handkanone, mit der ich geschossen habe. Das sind ja so Lichtkugeln, weißt du? Huch, ich bewege mich nur noch im Schneckentempo, nachdem ich im Menü war. Ah, jetzt geht's wieder. Tja. So. Naja. There's no time to be in the menu. Und es lohnt sich ehrlich gesagt auch nicht, weil hier geht nichts und wenn du sagst Leave Game, wie gesagt, Game ist zu. Ja, dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, was weiß ich was noch. Und viele Grüße. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf diesem Kanal ist das kompakter. Ciao mit V. Schieß jetzt noch einmal mit der Waffe. So, Aufnahme beendet. Was für ein Shit.